Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren und neuen Video. Heute haben wir einen Renault Megane Scenic, Baujahr 2016. Und bei dem möchten wir einmal Reifendruckkontrolle zurücksetzen und Service zurücksetzen. Aber in dem Video werden wir jetzt RDKS zurücksetzen und wie das Ganze zurückgesetzt wird, würde ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das Ganze am besten abfilme, weil ich halt schwierig den Fokus hier drauf setzen kann und da drauf. Merkt euch einfach hier diese Tasten oben und unten, dann werde ich das immer sagen. So, und den Fokus machen wir einmal auf das Bildschirm. Wir machen Zündung an und drücken jetzt. Wir lassen ihn einmal laufen. So, drücken jetzt die obere Taste, bis wir die Reifen sehen. Und halten jetzt die obere Taste gedrückt. So, er speichert das jetzt. So, und das kann jetzt passieren, dass man jetzt halt während der Fahrt er das Ganze erst anzeigt. Auf jeden Fall so haben wir das Ganze zurückgesetzt. Und das wird er jetzt während der Fahrt irgendwann anzeigen. Ja Leute, und so solltet ihr jetzt keine Probleme mehr mit dem Reifendruck haben bei dem Renault. Und ja, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, schreibt das unten in die Kommentare. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!